Ja, Schäuble warnt vor dem Kontakt zu Verschwörungsspinnern. Vorsicht, Verschwörungsspinner, sich nicht anstecken bei Extremisten, darum gehe es. Also er denkt also quasi auch an, wie wir, an Viren des Geistes. Dass man sich nicht anstecken soll bei den Viren des Geistes, die in extremistischen Sekten eben verbreitet werden. Ja. Ja, dann das will ich aber noch mal begründen. Warum liegen denn die Verschwörungsspinner daneben und warum sind sie eben, na, dass sie gefährlich sind, ist ja klar, weil sie, wenn man denkt, dass andere Menschen böse sind, ja, Beispiel, die Juden, die reichen Juden sind böse und dann geht man hin und ermordet sie und bricht ihnen die Goldzähne raus, ne? Also, und nimmt ihnen alles weg, was sie haben, ja? Das heißt also, diese ganzen Verschwörungsspinnereien sind gefährlich, aber warum sind sie falsch? Warum sind die Verschwörungstheorien unrealistisch? Das mache ich jetzt, denn das ist leider bewiesen. So, da ist es. Also, der erste Frühhändler und Früharzt der Evolution sagt, na, ist ja toll, dass ihr euch ja so naturbelassen ernährt, nur Naturgemüse, nur Naturfrüchte und so weiter, alles ganz naturbelassen. Dann habt ihr auch starke Immunsysteme und dann habt, kann euch, dann passiert euch auch nichts, ne? Und der tausendste Früharzt und Frühhändler der Evolution, der sagt, nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion irrt er sich. Und der sagt dann eben, ja, was sagt er? Der sagt eben, so. Ich glaube, so können wir das auch machen. Naja, ne, mach's besser wieder anders. Ich bin hier gerade ein bisschen an der Technik am Wühlen. So, also der Früharzt der Evolution sagt, also nein, ihr könnt ruhig diese moderne, künstliche, denaturierte Nahrung auch essen, die macht euch nichts. Und so weiter. Die ist genauso gesund und ihr seht doch, ist viel billiger und schmeckt ja auch durch die künstlichen Geschmacksstoffe noch viel besser und so weiter. Und der Früharzt in ihm sagt, ja, wunderbar, nee, also denn um gesund zu bleiben, müsst ihr von mir Produkte kaufen, Impfungen, Tests, Bestrahlung, Chemotherapien, Operationen und nur so werdet ihr gesund. Und unter den Bedingungen der Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall und so weiter, führt dieser gewinnbringende Irrtümer, diese gewinnbringenden Irrtümer führen quasi zu großem Gewinn. Hier, daraus kann er dann zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel, eine Großfamilie der Medizinprofessoren und der Händler entsteht sozusagen, ja? Und das heißt also, kurz zusammengefasst, naturwissenschaftlich ist es sonnenklar, dass alles Böse aus dem System Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus kommt. Und dass es überhaupt keine Bösartigkeit von Menschen erfordert, dass es zu schlechten Handlungen kommt, weil die gewinnbringenden Irrtümer alleine ausreichen, um Kriege zu erzeugen, um Menschen fehl zu ernähren, um Menschen falsch medizinisch zu behandeln und sie damit noch kränker zu machen und so weiter. All das Böse, was die Verschwörungsspinner in der Welt sie sehen, ist nicht zu erklären durch böse Menschen.
sondern ist nur zu erklären, weil das System Marktwirtschaft die gewinnbringenden Irrtümer multipliziert und die uns dann riesigen Schaden anrichten, aber auch dem Milliardärskönig riesige Schäden anrichten, sozusagen. Wir Menschen alle, egal ob der ärmste Mensch der Welt oder der reichste Mensch der Welt, wir werden alle gleichermaßen geschädigt durch das System Marktwirtschaft, durch das System Kapitalismus. Insofern ist es richtig, wenn Schäuble, obwohl er selbst ja auch nicht versteht, dass das System Marktwirtschaft das Problem ist, wenn er vor Verschwörungsspinnern warnt und deren ansteckenden extremistischen Viren des Geistes, dann hat er trotzdem insofern recht. Nur sein Fehler liegt halt darin, dass er selbst auch nicht erkennt, dass die Marktwirtschaft so schlecht ist, sonst hätte er ja schon längst mitgeholfen, sie abzuschaffen, ne? Und zu beenden. Ja, Schluck Wasser. Jetzt muss ich aber dringendst mal unser Tagesbild hier bringen. Wo ist es denn, unser schönes Jahr? Immer noch Corona-Ängste. Ja, Frau Merkel darf eventuell jetzt nicht mehr reinreden, weil jetzt irgendwie die Ministerpräsidenten anfangen, so von Ländersache zu reden, ja? Ja, das ist ja das Schöne, das wäre jetzt halt toll. Ja, das passt natürlich Frau Merkel gar nicht. Wenn jetzt Thüringen und Sachsen quasi Schweden nachmachen würden und dann man sehen würde, dass sie plötzlich gar keine Probleme bekommen, dann wäre ja wirklich bewiesen, dass alles mit den Maßnahmen nicht stimmt. Auch die Warnung vor der zweiten Welle dann nicht stimmen würde. Es kann natürlich, aber ich halte es auch für möglich, dass wir in Deutschland dann in Thüringen und Sachsen dann auch die zweite Welle kriegen. Denn man hat ja die Herdenimmunität, die Schweden erzeugt haben, noch nicht, ja. Und bei den schwedischen Zahlen, die Schweden liegt jetzt leicht über 4000 angeblichen Corona-Toten. Also man muss sich aber klar sein, was das bedeutet, wenn da jeden Tag, ja zum Beispiel am Dienstag, sind angeblich circa 90 angebliche Corona-Tote dazugekommen. Wir müssen uns aber klar sein, jeden Tag sterben zu Winterszeiten circa 400 Menschen in Schweden ganz normal, jeden heftigen Winter sozusagen, ja? Und wenn davon dann 90 von 400 vielleicht auch aus Diagnosegewohnheiten der Mediziner, denn die Mediziner sind ja wie in aller Welt, auch in Schweden, und die neigen ja dazu, wenn gerade eine Diagnose in Mode ist, ja, dass sie dann auch immer dahin gucken und dann auch alles Mögliche dann Corona zuschreiben, was gar nicht Corona ist, ne? Und deswegen 90 von 400, dass die Corona seien, das ist also nichts Erschreckendes und so weiter. Also Schweden hat alles richtig gemacht, hätte vielleicht sich noch ein Beispiel an Weißrussland nehmen sollen und vielleicht das Virus noch stärker ignorieren sollen. Vielleicht wären sie dann vielleicht sogar noch besser damit fertig geworden, denn wie gesagt, die Zahlen von Schweden weisen darauf hin, dass es sich um eine kräftigere Grippe bei Corona handelt, ne? Aber nur ge höchstens um eine kräftigere Grippe, ne? Etwas kräftigere Grippe. Ja, dann geht's hier weiter. Italien, ja, da gab es eine Sendung über Italien und ja, Corona bringt jetzt plötzlich in Italien Festanstellungen. Ja, das muss man sich mal klar machen. Also Corona, wir dürfen nicht vergessen, Corona ist ein marktwirtschaftliches und kapitalistisches Geschäft. Das vergessen immer wieder die Leute, ja. Wenn sie die ganzen Ärzte in die Talkshows einladen, vergessen sie immer wieder, das sind Geschäftsbetreiber eines Geschäfts. Das ist genauso, als wenn sie McDonald's einladen und über gesunde Ernährung befragen, ja? Das sind interessierte Gruppen und es gibt keinen Arzt,
der Bevölkerung dient. Er wird ausgebildet bei McDonald's und er redet den Text von McDonald's. Ja, es gibt keinen Arzt, der nicht Medizin studiert hat, und zwar die kommerzielle, marktwirtschaftliche, kapitalistische Medizin, mit all ihren gewinnbringenden Irrtümern. Also, und insofern gibt es auch, wenn jemand im Gesundheitsamt arbeitet, ist er deswegen nicht automatisch ein reflektierender und sein ganzes Studium hinterfragender und all die gewinnbringenden Irrtümer hinterfragender Arzt, ja? Aber dieser Film hat nochmal richtig gezeigt, Corona, auch in Italien hat Corona das Geschäft zum Blühen gebracht, das Medizingeschäft. Sonst hätte man sich ja die vorübergehenden Festanstellungen in Italien ja nicht leisten können, ne? Sozusagen. Ja, Nico Pech, eine neue Sendung mit Nico Pech. Und da geht's eben, da sagt er so Sachen wie Überwindung der Ernährungsindustrie. Es geht doch nicht um die Überwindung der Ernährungsindustrie, sondern es geht doch sozusagen hier, wo ist es? Es geht doch um die Beendigung der gewinnbringenden Irrtümer. Wir haben doch gar kein Problem mit der Ernährungsindustrie. Wir haben doch ein Problem mit den gewinnbringenden Irrtümern. Ja, aufgrund der gewinnbringenden Irrtümer werden überall giftige Nahrungsmittel mit zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel Transfette, zu viel dies, zu Konservierungsstoffe, Farbstoffe und so weiter hergestellt. Ja, weil die gewinnbringenden Irrtümer besagen, das ist alles harmlos. Nur das ist nicht harmlos. Es macht die Bevölkerung der Welt krank. Ja. Und das Problem ist nicht, wir müssen nicht die Ernährungsindustrie überwinden. Wir müssen, wenn wir zum Beispiel die Wohlfühlstimme einführen, führt das dazu, dass die gewinnbringenden Irrtümer plötzlich zu verlustbringenden Irrtümern werden und die verlustbringenden Wahrheiten plötzlich zu gewinnbringenden Wahrheiten werden. Und dann wird mit der gesamten Kraft unserer Ernährungsindustrie machen wir Permakultur und entgiften die Böden und machen Naturnahrung, weil eben man in der Ernährungsindustrie zukünftig nur noch leben kann, wenn alles, was man liefert, maximal kerngesund ist. Ja, deswegen, also es geht nicht um die Überwindung. Aber da sieht man, wie gefährlich ein Nico Pech mit seinen Thesen ist. Ne? Ja, und dann auch Rückbau der Wirtschaft. Ja, es geht nicht um den Rückbau der Wirtschaft. Solange es noch einen kapitalistischen, kriegslüsternen und angriffslustigen Staat auf der Erde gibt, würde der Rückbau der Wirtschaft uns selber in den Zustand der nordamerikanischen Indianer versetzen, und ihr braucht nur ein paar Western zu schauen, dann wisst ihr, was mit denen passiert ist. Wenn wir unsere Wirtschaft rückbauen, und er redet dann sogar von ungefähr plus minus 4 Stunden Arbeitszeit täglich, das heißt, wenn wir jetzt weniger arbeiten, jetzt schon, später ja, also die menschliche Arbeitszeit liegt sogar vielleicht bei nur 3 Stunden pro Tag, ja, die natürliche menschliche Arbeitszeit. Aber solange es noch angriffslustige kapitalistische Staaten auf der Erde gibt, die jederzeit, bei den Indianern ist ja nichts anderes passiert, als dass Gewehre, ich übertreibe jetzt mal, Gewehre mit Zielfernrohr, die auf 50 Kilometer treffen, gegen Pfeil und Bogen, die auf 50 Meter treffen, sozusagen, getreten sind, und dann war es klar, dass die Indianer abgeschlachtet wurden. Und so wird es dann uns gehen. Also Nico Pech ist insofern gefährlich, als er uns schutzlos gegenüber kapitalistischen, angriffslustigen Staaten übrig lassen würde. Wir brauchen absolute Hightech-Überlegenheit, um uns mit Defensivraketenringen abrüstungsfähig, aber trotzdem in der Lage, also dass wir mit den Raketen absolut in der Lage sind, jedes angreifende Objekt
abzufangen. Ne? Und dafür brauchen wir Hightech und deswegen dürfen wir jetzt noch nicht auf 3 Stunden Arbeitszeit pro Tag runtergehen. Ja? Aber das ist eben, Nico Pech hat überhaupt keinen Bezug zur Realität und deswegen wird er ja in die Sendungen eingeladen, weil dann wieder mal geträumt werden kann. Ne? Dann eben, das habe ich ja schon 1000 Mal gesagt, dass sein Konzept der Genügsamkeit sozusagen die Schlüsselfrage, die man Nico Pech stellen muss, ist, warum kommen die Menschen nicht von selbst zur Suffizienz, zur Genügsamkeit? Ja, wenn es doch so angeblich so ist, dass die Leute durch die Konsumsucht gar nichts Positives empfinden. Nein, der Witz ist, wenn Menschen durch die Marktwirtschaft einmal konsumsüchtig geworden sind, dann haben sie schon was von den einzelnen Konsumsuchtmitteln, sonst würden sie sie ja gar nicht kaufen. Ja? Auch die Leute, die kaufsüchtig sind und hinterher das dann vielleicht bereuen oder wegschmeißen oder gar nicht benutzen und so weiter, in dem Moment, wo sie es kaufen, haben sie irgendwas davon, sonst würden sie es doch nicht tun. Ne? Also seine Genügsamkeit, die muss er weltweit predigen, während bei uns, wenn die Wohlfühlstimme einmal eingeführt wäre, zum Beispiel, dann wäre sozusagen das Problem von vornherein gelöst. Also es müssen nur einmal ein bestimmter Prozentsatz intelligenter Menschen muss die Wohlfühlstimme verstehen und dann ist das Problem der Konsumsucht gelöst. Also nochmal ganz kurz, woher kommt denn diese Konsumsucht, also diese Nichtgenügsamkeit der Menschen? Also nochmal hier ganz klar, dieser Früharzt und Frühhändler sagt, ach, ist das toll, wie ihr so viel Liebe und Sex habt in euren tollen Kommunen. Ach, ist das herrlich mit anzuschauen. Macht nur weiter so, das ist euer natürlicher Lebensstil. Nur so werdet ihr glücklich und habt starke Immunsysteme und so weiter. Ne? Und dieser Früharzt und Frühhändler irrt sich, wieder gewinnbringender, also Mutation und Selektion, Irrtum, ja. Und der sagt, ach, ist das eklig und unmoralisch und unkeusch, euer ständiges Geschlabber und Geschmuse, außerdem infiziert ihr euch doch da mit allem Möglichen und so weiter. Lasst das bloß sein und so weiter, ja. Und der macht denen so richtig Angst vor ihrem liebevollen Kommuneleben. Und dadurch erleiden die Kunden alle einen Glückshormonmangel. Dieser Irrtum erweist sich also als gewinnbringender Irrtum. Und aus dem Glücksmangel heraus kaufen sie diesem Händler wahnsinnig viele Konsumprodukte ab, weil sie eben konsumsüchtig geworden sind. Und deswegen kann der 2 Kinder ernähren, 3 Enkel, 2 Urenkel und eine Großfamilie der Händler entsteht daraus. Während dieser Händler seinen Laden bald zumachen kann nach der 3. Generation sozusagen, weil er sozusagen, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt, er erzeugt keine künstlichen Bedürfnisse, während der in der Marktwirtschaft beziehungsweise im Kapitalismus durch seinen Irrtum künstlich neue Bedürfnisse erzeugt. Und wenn die einmal künstlich neu erzeugt sind, dann macht kein Gerede von einer Genügsamkeit diese Konsumsucht wieder weg, sondern nur, wenn die Menschen wieder ihr glückliches Leben leben dürfen, dann fällt die Konsumsucht von ihnen ab. Ja? So. Das einzig Gute, was Nico Pech in der Sendung sagt, ist arm, aber bio. Ja, also dass er auch deutlich macht, was wir schon lange wissen, dass die armen Menschen sozusagen nicht wegen Geldmangel sich falsch ernähren müssen. Nein, sie wegen Intelligenzmangel ernähren sie sich grottenschlecht, weil sie sind diejenigen, die auf die gewinnbringenden Irrtümer der Händler sozusagen total reinfallen und all den Müll kaufen, den Industrie-Sondermüll kaufen,
Während klügere Menschen sagen, hoppla, nee, das ist ungesund, ich sollte Gemüse und Obst essen, ja? Und in Wirklichkeit ist nämlich Gemüse und Obst tausendmal billiger als McDonald's oder also das gesamte Fastfood-Zeug und alles andere. Das ist all diese Nahrungsmittel, Industrie, diese ganzen Industriechemikalien sind teilweise viel teurer. Ich denke nur an diese Nuss-Nougat-Cremes. Das ist viel teurer als Obst und Gemüse, ja. Aber eben die Ärmeren sind zugleich meistens weniger gebildet im Durchschnitt, weniger intelligent und durchschauen natürlich am allerwenigsten die ganzen gewinnbringenden Irrtümer. Und auch die Reichsten durchschauen nicht ganz die gewinnbringenden Irrtümer, aber sie durchschauen sie ein bisschen und die ernähren sich ein bisschen besser, ne? Also deswegen gilt aber der Satz arm, aber bio in Wirklichkeit, ich glaube, so mit circa 150 € im Monat kann man sich ziemlich gesund ernähren, allerdings noch nicht bio. Mit bio wird es wohl ein paar Euro noch teurer, aber sozusagen das Märchen davon, dass man mehr Geld bräuchte, um sich gesünder zu ernähren, stimmt im Großen Ganzen nicht. Ja, das hat Nico Pech natürlich auch richtig erkannt. So, jetzt will ich doch aber mal wieder unser Tagesbild machen. Ne? Dann eine andere Sendung hat das Gier-Konzept wieder mal aufgebracht. Also es gibt ja immer die Leute, die sagen, die Ursache von allem ist die Gier. Noch einmal, völliger Irrtum. Ja, naturwissenschaftlich ist ganz klar nicht die Gier, dass Menschen sich irgendwas wünschen und auch die tollste Bonobo-Kommune sozusagen. Auch in der geht es darum, dass die Männer alles den Frauen und Kindern schenken sozusagen. Aber das machen sie doch nicht, weil sie selbstlos sind. Das gibt's in der Evolution nicht. Alles, was aus DNS besteht, ist nicht selbstlos. Ja, sondern auch Eltern sind nicht selbstlos, wenn sie ihre Kinder stillen. Ja, sondern das ist, sie haben in sich genetisch verankert bestimmte Programme, aufgrund derer es für sie schmerzhaft ist, ihre Kinder zu vernachlässigen und lustvoll ist, zum Beispiel die Kinder zu stillen. Das ist für die Mütter ein Lustgewinn. Ja, und außerdem, die Kinder sind ja zu 50% ihre eigene DNS, also die Mutter und Kind haben zu 50% identische Gene. Und das bedeutet eben, dass eben die Mutter eigentlich, wenn sie das Baby stillt, ja nicht etwas anderes füttert, sondern ihre eigenen Gene füttert, und zwar die Zukunftsperspektive und das Weiterleben ihrer eigenen Gene füttert. Und das ist also auch egoistisch, ja, auch wenn es so erscheint, als seien die Mütter selbstlos. Sie sind aber nicht selbstlos. Und sie haben einen Lustgewinn daraus, wenn sie den Kindern so viel geben, ja. So, und bei den Bonobos, die Männer schenken alles den Frauen und Kindern, eben damit sie noch mehr geschätzt werden, damit sie noch mehr respektiert werden und damit sie noch mehr geliebt werden und damit sie noch einen größeren Zugang, eine größere Wahrscheinlichkeit des Zugangs zu den Eizellen der Frauen der Kommune bekommen. Darum geht es. Und damit machen sie das Ganze wieder. Ihr Schenken hat also den Zweck, dass sie wieder dann eigene Gene, dass wieder sozusagen ihre eigenen Gene wieder weiter in die Zukunft transportiert werden können. Ja, und insofern, es gibt also Gier ist nicht das Problem. In dem Sinne sind sogar die herrlich kommunistischen Bonobos absolut gierig. Die gieren danach nach Anerkennung, Respekt und Liebe.
Und letztendlich Zugang zu den Eizellen, ja, und das ist das, worum das im Spiel des Lebens geht. Und wo bin ich denn jetzt hier? Ja, no, um das nochmal ganz klar zu sagen, nicht die Gier ist das Problem. Das Problem sind die durch das System Marktwirtschaft bzw. Kapitalismus notwendig multiplizierten, gewinnbringenden Irrtümer, die unser aller Leben ruinieren. Auch das Leben der Milliardärskönige ruinieren. Ne? Ja, dann haben wir noch zum Schluss jetzt hier für hier. Da ist der Schluss für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Bop, bop, bop. Haben wir noch hier. Also, Verfechter dieser grausamen Form der Marktwirtschaft, oder dieser grausamen Marktwirtschaft sind also Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Christian Felber leider auch, denn seine Gemeinwohlökonomie würde kein Gemeinwohl bringen, auch wenn das mit der Bilanz auch hinhauen würde und so weiter, weil einfach dieses Feststellen, ob nicht bei den Produkten gewinnbringende Irrtümer drin sind. Ja, also zum Beispiel ist immer Brot. Die Gemeinwohlökonomie würde dann zwar irgendwie feststellen, dass das Brot mit biologischem Getreide hergestellt würde, aber es würde nie untersucht werden in der Gemeinwohlökonomie, ob Getreide denn nicht die Leute krank macht, an sich. Auch Biogetreide. Ja, das wird nicht festgestellt. Und es gibt den dringenden Verdacht, dass Getreide an sich krank macht, egal ob Bio oder nicht. Ne? So, und es könnte sogar sein, dass Bio noch mehr krank macht, weil Biogetreide müssen bei monokulturellem Anbau ja mehr eigene Abwehrtoxine evoluieren, weil sie sich ja selbst schützen müssen gegen die vielen Schädlinge. Und dann entsteht eine Evolution, solange es sich nämlich um einen monokulturellen Massenanbau handelt, dann erzeugen halt die Pflanzen selber die Gifte. Und es ist doch egal, ob die Gifte gespritztermaßen drauf sind oder ob sie vom Getreide selber innen entwickelt werden. Wahrscheinlich sind die innen entwickelten Gifte auch für uns auch schädlich, neben der Tatsache, dass unser gesamter Stoffwechsel gar nicht für Getreide konstruiert sein könnte, ne? Und weil Getreide für uns ein viel zu neumodisches Kunstprodukt, Nahrungsmittel ist sozusagen. Und ja, von daher, also die Gemeinwohlökonomie liegt also auf jeden Fall mehrfach daneben in ein, ja. Und bei Sarah Wagenknecht fe fehlt auch die ganz klare Aussage, und Nico Pech und überall fehlt bei diesen Leuten hier, Mausfeld und so weiter, fehlt ganz klar überall die Erkenntnis, die Marktwirtschaft an sich ist der Zerstörer von allem, ja. Und Fridays for Future, also den Kohlestopp 2026, der ist jetzt immer noch schaffbar, aber nur, wenn ihr nur durch eine Kooperation von euch allen mit nextscientistsforfuture.de und nur dort ist eure einzige Chance. Denn jetzt wurden ja Sendungen gezeigt, dass eben jetzt es gerade darum geht, diesen ganzen Kohleausstieg wieder rückgängig zu machen, alles wieder rückwärts abzuwickeln und jetzt wieder munter Kohle zu verfeuern. Und soll ja wohl, glaube ich, Datteln 4 oder so, soll jetzt ans Netz gehen. Ja, also das ist ja auch ganz klar, solange die Marktwirtschaft nicht beendet ist, kann da nichts gemacht werden. Ja, wenn jetzt Merkel trotzdem euren Wünschen folgen würde, würde sie Deutschland ruinieren, würde sie dann Europa ruinieren und auch wenn die von der Leyen, die wird das auch noch kapieren, dass ja, warum von der Leyen würde jetzt Gesamteuropa ruinieren, wenn sie ihren Green Deal da wirklich umsetzen wollte?
Und das merken ja die anderen Länder, die haben das ja schon begriffen, ja, Schluck Wasser. Und ja, warum? Weil nur die Beendigung der Marktwirtschaft, ja, nochmal also ganz kurz, wenn ich die Marktwirtschaft beende, zum Beispiel durch die Wohlfühlstimme, und denn die ist ja ein planwirtschaftliches Dach, ja, und wenn ich also die Marktwirtschaft beende durch ein planwirtschaftliches Dach, Wohlfühlstimme, ja, dann passiert Folgendes. Dann wird es ja nicht mehr zugelassen, dass die Ernährungsindustrie die Leute krank macht und dann für 370 Milliarden pro Jahr diese Krankheiten gewinnbringend verwaltet werden durch die Medizinindustrie und dabei die Wirtschaft um 118 Milliarden jährlich geschädigt wird, sondern diese ganzen Verluste fallen ja weg. Und es gibt ja noch 20 andere Reformen. Der Rest der Gesellschaft muss ja auch noch völlig umkonstruiert werden. Und das bringt so, ein Schätzwert ist eben 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder für Deutschland alleine, jedes Jahr 0,5 Billionen Euro plus. Und daraus raus kann man Klimaschutz finanzieren. Aber nur daraus raus. Wenn man diese 500 Milliarden pro Jahr nicht hat, oder wenigstens die ersten 100 Milliarden, alles fängt klein an und dann fährt es hoch auf 500 Milliarden pro Jahr. Aber wenn man diese Hunderten von Milliarden plus nicht hat, dann darf man eben nicht den Vorreiter beim Klima machen, weil man dann wieder in die Situation der nordamerikanischen Indianer kommt. Ja, man schädigt seine eigene Wirtschaft, verliert seine Verteidigungsfähigkeit und wird irgendwann abgeknallt, da treffen plötzlich dann im übertragenen Sinne Gewehre mit Zielfernrohren, die auf 5 Kilometer treffen, auf Pfeil und Bogen, der auf 50 Meter trifft maximal, ja, oder so, ja. Und das ist der Punkt, worum es hier geht, ja. So, ich hoffe, es ist wieder deutlich geworden. Und so viel zu unserer wissenschaftlichen Tagesschau heute. Für jetzt mal eben. Tschüssi!